Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Superstar Baseball. Im letzten Part haben wir Team Peach geschlagen und jetzt geht es Team Donkey Kong an den Kragen. Ich denke, wir werden da auch gute Chancen haben gegen sein Team. Ah, you annoying weeds. Oh yeah, I burn you like a weeds. You're playing me now, and the jungle is my home. Bring it on, let's just see you stronger. Nobody can match my strength. Ich bin mir irgendwie total unsicher, wie ich Donkey Kong so synchronisieren soll. Bei Bowser weiß ich es eher. Auch bei Wario. Das ist total komisch, die irgendwie zu reden. Oder halt die zu sprechen hier. Ich weiß nicht. Aber okay. So, ich werde auf jeden Fall einen der Knochenbrocken raustun. Ja, ist eigentlich egal welchen. Den hier. Für den Toad. Weil ich finde, Toad ist im Schlagen besser als Knochentrocken und im Rennen ist er offensichtlich deutlich besser. Ich pack sogar mal Toad hier in die Mitte hinten, dass der einiges auffangen kann. Ja, ansonsten passt das, glaube ich, ganz gut. Genau, ich kann ja leider hier im Story-Modus, wenn ich einen Toad freispiele, nur einen einzigen Toad reintun, nur den roten eben. Wenn ich jetzt ein Versus-Match einfach machen würde außerhalb des Story-Modus, dann dürfte ich auch die Farbe vom Toad ändern und dann kann ich auch mehrere Toads reintun. Oder kann ich das überhaupt? Da bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob das überhaupt geht. Aber ich kann auf jeden Fall die Farbe ändern. Das kann ich hier aber nicht, wenn ich ein anderes Teammitglied rekrutiere, wie eben Toad. Da kann ich immer nur die Standardfarbe nehmen. Also auch wenn ich jetzt mit einem anderen Team die Hammerbrüder irgendwie rekrutieren könnte, was gar nicht geht. Aber wenn das gehen würde, würde ich auch nur den Hammerbruder dann bekommen und nicht Feuer- oder Bumerangbruder. Das ist ganz wichtig. Deswegen werde ich auch von den Koopas, da will ich auch einen. Gibt es ja an sich auch zwei im gegnerischen Team. Da werde ich auch nur, das passt übrigens, werde ich auch nur einen einzigen dann reintun können. Nämlich nur den Grünen, wahrscheinlich ist der. Der Grüne ist schon eher der Standardmäßige, oder? Wer ist aber Standardmäßiger von den Koopas, der Rote oder der Grüne? Weiß ich, ja doch, schon der Grüne, weil in Super Mario Brothers, da kam halt der Grüne. Gab's überhaupt den Roten? Weiß ich gar nicht. Doch, ich glaube schon. Bin ich mir jetzt aber tatsächlich gar nicht ganz sicher. Aber der Grüne kam da auf jeden Fall zuerst vor. Der kam ja schon im allerersten Level direkt vor. Und der Rote nicht. Also schon der Grüne ist standardmäßiger, würde ich sagen. Dann werden wir wahrscheinlich den bekommen. Denke ich mal. Bin ich mir jetzt aber gar nicht ganz sicher, tatsächlich. Alter, ich check das nicht. Mit dem Feuerbruder. Warum war das jetzt wieder so ein schwacher Schlag? Irgendwie ist das manchmal komisch. Der geht dafür ab. Jo, dafür instant ein Home Run. Nehme ich gerne so mit. Weil der Feuerbruder wäre an sich auch ultra gut, aber bei dem passiert es voll oft, dass solche schwachen Schläge rauskommen. Und ich weiß nicht warum. Das ist das Problem. Es kam eigentlich gerade auch der Soundeffekt, der immer kommt, wenn man den Ball halt zu sehr auf der Innenseite trifft. Aber das war offensichtlich nicht die Innenseite. Ich habe den ganz am Rand getroffen. Vielleicht ist es bei dem wirklich so, dass er nicht zu sehr am Rand treffen darf. Was aber sehr komisch wäre. Lol. Was aber sehr komisch wäre, weil das ist bei keinem anderen Charakter, glaube ich, ein Problem. Die sollen sogar eher am Rand treffen. Am Rand zu treffen ist besser als am Anfang quasi vom Schläger. Weiß ich nicht. Bowser ist einfach viel zu OP. Das ist so schlimm. Er macht einfach nur Home Runs. Ich liebe es. So, dann könnte ich Buhu. Ja, das war zu spät. Das war jetzt schlecht von mir. König Buhu? Ich verstehe das nicht. König Buhu ist voll schlecht. Also, nicht voll schlecht. Aber nicht so gut, wie ich in Erinnerung habe. Ich fand den, wo ich das mal privat als Kind gespielt habe, war König Buhu, fand ich, so der beste Charakter von allen. Also, was das Schlagen angeht. Mit dem habe ich fast immer Home Runs erzielt. Und hier kriegt er irgendwie im Vergleich nicht so viel hin. Er hat ja auch schon Home Runs. Aber viel, 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 viel seltener als Mutant Tyrannia oder jetzt Bowser oder die Brüder zum Beispiel. Und ich fand, dass König Buhu immer der beste war. Ich verstehe das nicht ganz, ehrlich gesagt. Warum ich mit dem hier im Let's Play irgendwie nichts hinbekomme. Aber dann ist es wohl so. Ich versuche jetzt schon immer eher nach rechts zu schlagen, also von ihm weg. Aber das klappt irgendwie auch nicht so gut. Vielleicht ist es doch auf der Innenseite, also links, dann von ihm aus gesehen besser. Ich weiß es nicht. Das ist sehr komisch irgendwie. Ja, das, ich hätte gar nicht schlagen sollen. Das war sogar ein ganz guter Treffer, aber das ist trotzdem viel zu schwierig. Das kann man auch kaum steuern dann, ob der Ball dann nach links oder rechts geht. Und das, eigentlich darf man da bei DK nicht wirklich schlagen. Es gibt ein paar andere Würfe, wo man schon mal versuchen kann, einen Schlag zu machen. Bei Yoshi zum Beispiel auch nicht. Mit dem Eierwurf da, das ist auch viel zu random. Bei Mario zum Beispiel. Sehr schön. So einen schnellen hinten zu haben, ist jetzt gut. Bei Mario zum Beispiel, der kommt halt sehr schnell, aber ja schon ziemlich geradlinig. Und bei Bowser sogar auch. Und bei Wario und Waluigi kann man halt eventuell Glück haben, wenn man auf der richtigen Seite steht. Autsch. Aber so bei DK oder Yoshi oder so kann man es eigentlich vergessen. Jetzt nicht das Fass. Ja, fuck.
jetzt ist es sogar zwei Bases weit gekommen, blöde Dixie. Das war jetzt ein bisschen doof. Nein! Ich hätte fast bekommen. Ja, ein Double Out wäre es trotzdem nicht geworden, aber dennoch. Jetzt kommt halt DK. Und wenn er jetzt einen Home Run macht, dann ist wieder fast ausgeglichen. Das kann ich nicht zulassen. Ich muss Sternpunkte hergeben. Okay, nochmal. Aber er lädt gar nicht auf. Oh, wie fies. Das war eine fiese Taktik von DK. Kein Home Run, aber auch ein guter Hit. Hat er extra gewartet, bis er ganz sicher treffen würde. Ich habe mich schon gewundert, warum er gar nicht aufgeladen hat. Aber deswegen hat er schon darauf spekuliert, dass er sowieso seinen Sternschlag machen würde. Ach, nicht schlecht, muss ich zugeben. Nicht schlecht. Und immer noch erst ein Out und zwei Bases sind besetzt. Das sieht nicht gut aus für uns sogar. Also wir fühlen ja noch aktuell, ne? So ist nicht, aber trotzdem. Okay, jetzt aber. Double Out. Yes. Okay, das war jetzt super wichtig, dass wir jetzt da ein Double Out bekommen haben, weil das hätten ansonsten noch sehr viel mehr Punkte werden können. Okay. Ja. Ah, was sogar ein Ball. Lol. Okay. Knochentrocken muss unbedingt raus. Er ist so schlecht. Mann. So, Hammer, Bruder. Ja, fuck, ich wollte jetzt schon früher loslassen, aber ich war dann verwirrt irgendwie. Und das war dann kein so guter Schlag jetzt. Aber ein Hit war es ja, ist okay. Ach komm, der war nicht fair. War doch genau auf der Linie. Er braucht... Ach, schade. Nee, passt. Bleib. Er braucht nicht so lange zum Aufladen. Ich hab immer zu sehr am Rand getroffen. Das ist bei Feuerbruder anscheinend so. Das wusste ich gar nicht. Dass er... Ja, jetzt auch. Das war genauso. Das war auch ganz am Rand. What the fuck? Das wusste ich nicht. Sind die einzigen beiden, bei denen das gilt? Irgendwie schon. Im gesamten Spiel. Das ist mir noch nie aufgefallen, aber Bowser halt einfach. Macht easy den Home Run. Also die beiden dürfen nicht zu sehr am Rand treffen sogar. Auf der Innenseite aber auch nicht. Das ist natürlich auch ein Problem. Das ist bei allen so. Oder bei fast allen. Nicht ganz. Bei fast allen ist es so. Aber die dürfen zusätzlich auch nicht zu sehr am Rand treffen. Das ist aber fies, weil man muss ja schon tendenziell eher am Rand treffen, aber halt nicht ganz, ganz am Rand. Das muss ich nicht. Das finde ich ein bisschen komisch tatsächlich. Ja, dann, das macht aber den Hammerbruder nochmals besser als dann Bumerangbruder oder Feuerbruder. Die sind auch... Klapptrap? What the fuck? Ich glaube, das soll eigentlich gar nicht so sein, weil der kam ja gerade vom Feld und da hat sich halt gerade ein Klapptrap an dem festgebissen und der ist jetzt immer noch da quasi. Das ist lustig. Okay. Auf jeden Fall, das macht eben den Hammerbruder noch besser, weil bei ihm kann es ja nicht passieren, dass er zu sehr auf der Innenseite trifft und auch nicht zu sehr am Rand. Der trifft einfach den Ball immer gut. Und die anderen beiden haben da halt Probleme. Komm jetzt. Konzentrieren. Nice. Der passt. Sehr schön. Wie oft habe ich eigentlich da so rechts hin schon Home Runs getroffen? Da müssen schon so viele Bälle rumliegen. Auf allen Maps. Das ist so krass. Aber Tantoranya ist so, so heftig einfach nur. So, jetzt Bowser Jr., mach auch mal einen Home Run. Komm. Ist durchaus möglich für ihn, einen zu machen. Ja, so aber nicht. Okay. Ja, Bowser Jr. ist echt leider nicht so ganz toll irgendwie. Was schade ist. Aber ich habe so viele gute Charaktere hier im Team. Das ist eigentlich kein Problem. Und wie gesagt, ich werde nicht raustun. Das habe ich ja nie gemacht. Die zweiten Team-Captains quasi. Alter, der hohe Sprung. Lol, nice. Die Vize-Team-Captains habe ich ja nie rausgetan. Die habe ich immer drin gelassen. Auch Diddy zum Beispiel. Bei Team Donkey Kong, den ich ja auch gar nicht mochte. Alter, aber die Würfe sind schnell. Das ist nice. Das ging jetzt sehr schnell übrigens, die Runde hier. Einfach instant 3 Outs. Gefällt mir. Und deswegen, ich werde Bowser Jr. drin lassen, auch wenn ich ihn schlechter finde als manch andere. Aber ich lasse ihn drin, weil es halt fies wäre, wenn ich ihn raustun würde irgendwie. Ah, okay, boah. Zum Glück kam da Dixie nicht hin. Ich dachte locker, dass die hinkommen würde. Die scheint ja direkt daneben, ist die dumm eigentlich? Ich hätte einfach nur die Hand ausstrecken müssen und schon wäre sie am Ball gewesen. Aber finde ich gut. Passt genau in die Mitte. Wunderbar. Voll. Nice. Der arme Diddy.
Und DK steht einfach rum und macht nichts. Wie cool ist das denn? Ja, das war einfach quasi ein Homerun von Knochentrocken einfach. Ach, wie nice. Sehr schön. Genau, weil das wäre bei vielen anderen die Innenseite gewesen. Aber er trifft, shit, er trifft halt einfach gar nicht. Das muss man zugeben, mit ihm. Es ist halt schwieriger, den Ball... Alter, das ist wieder ein Homerun einfach. Ja, es ist halt schwieriger, mit ihm überhaupt den Ball zu treffen, weil er hat halt eine sehr viel kleinere Fläche. Aber wenn er damit halt trifft, dann ist es immer sicher ein guter Hit. Und es ist niemals so ein schwacher Ball. Das ist richtig, richtig heftig einfach nur. Das ist, bei DK ist es ja genauso. Sorry. Bei DK ist es ja genauso. Aber DK braucht halt viel länger zum Aufladen, was etwas ungewohnt ist. Das ist echt krass. Ja, fuck, der war aber jetzt auch nicht so gut. Jetzt habe ich mal extra darauf geachtet, dass ich es nicht zu sehr am Rand erwische. Aber das ist blöd, dass ich da jetzt drauf achten muss bei denen. Irgendwie. Ja, das war jetzt ziemlich, das war nicht ganz der Rand. Das war schon ziemlich weit am Rand dran, aber nicht ganz der Rand. Und dann kriege ich da einen Perfekt. Okay. Und dann ist es auch dermaßen locker ein Homerun gewesen. Alter, der war auch richtig heftig. Der Ball. Nice. So, dann, ne, Bowser wieder. Ja, ne? Das ist so lustig. Bowser macht einfach immer Homeruns. Oh Gott, ey. Also ich glaube, es ist hier im Story-Modus mit Bowser schon vorgekommen, dass er keinen gemacht hat. Das kam schon vor, tatsächlich. Bei flachen Bällen halt. Aber ich glaube, immer wenn er einen hohen Ball gemacht hat, war es dann immer ein Homerun. Das kann sogar tatsächlich sein, glaube ich. Das ist so übertrieben einfach, wie krass er ist. Der geht so ab. So, Koopa. So, jetzt kommt König Buhu. Mach auch mal einen Homerun jetzt. Ja, das wäre einer geworden. Locker sogar, wenn der nicht aus gewesen wäre. Das war zu spät. Ich muss ja relativ spät treffen. Das ist halt, na, wieder flach. Das ist halt auch doof, weil das ist mir lieber, wenn ich den Ball etwas früher treffen muss. Bei Mutant Hyrania zum Beispiel ist es ja so. Und bei Bowser ist es auch so, mit dem schlage ich auch immer nach rechts. Also Bowser will auch definitiv nach rechts schlagen. Also, wo er steht. Und das ist mir lieber, wenn ich früher treffen muss irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe da mehr Probleme. Shit. Das war jetzt ziemlich schlecht, ja. Genau. Mein schlechter Schuss von Mutant Hyrania, aber ging eben nach links. Und das ist nicht gut. Und das ist mir viel lieber, wenn ich früher treffen darf. Irgendwie, ich weiß nicht. Aber ich habe da... ich habe da ein bisschen ein besseres Gefühl, wenn ich den früher treffen darf als später. Ich weiß auch nicht genau. Hm, na gut. So, Toad, komm, Homerun. Ist nicht unmöglich für Toad. Der ist sehr gut auf jeden Fall, oder? Ja, es war knapp. Aber es passt. 2 Punkte. Nice. Und wir dürften dann schon eigentlich jetzt das Mercy fast sicher haben, denke ich mal. Ich mache wieder einen Sternschuss, komm. Okay, das war sehr knapp, aber hätte auch daneben gehen können. So, jetzt wieder easy Homerun. Ich hab's noch gecallt. Easy Homerun. Alter, Hammer, Bruder, ist so geil. Einfach nur, er muss einfach irgendwie treffen und instant Homerun. Ist das schön. Schaffen wir sogar eine 20-Punkte-Führung. Mal gucken. Shit. Nicht zu sehr am Rand. Ja, verdammt, okay. Aber trotzdem 10 Punkte einfach in einem einzigen Inning gemacht. Das ist halt schon ziemlich heftig. So, die Gegner bräuchten 9 Punkte, wenn sie nicht mit einem Mercy... nice, das ist auch so geil. Wenn sie nicht mit einem Mercy verlieren wollen, wenn sie ausgleichen wollen, bräuchten sie 18 Punkte einfach. Ja, also, ne, das war's. Kann man ganz klar sagen. So, mal ein bisschen Action. Trifft er sogar. Aber war ein schlechter Ball. Ist auch ein Out. So, ein Dixie wird hoffentlich schon die letzte sein. Ja, wird sie. Yay. Ich habe sie noch ein bisschen zappeln lassen. Vielleicht wäre sie ja doch noch hingekommen, aber nee. 19 zu 1. Das ist sogar vielleicht der bisher krasseste Spielstand. Oder habe ich schon einmal über 20 Punkte bekommen? Vielleicht sogar, bin ich mir gerade gar nicht mehr ganz sicher. Aber trotzdem, 19 zu 1 ist richtig heftig. Und es wäre ja noch deutlich mehr geworden, wurde jetzt wegen Mercy eben abgebrochen. Echt heftig. I'm the mightiest. Ja, das stimmt, Bowser ist wirklich der Stärkste, das muss man sagen. Also er hat schon prozentual bisher bei Homeruns
die Nase ganz vorne. Mutant Hören ja auch ziemlich, aber nicht ganz. Mutant, also Bowser hat bisher in, weiß nicht, 80% aller Schüsse oder 70 bis 80% schätze ich mal, Home Runs gemacht, einfach wenn er dran war. Mutant Hören ja ist eher so bei 60 oder so, würde ich mal schätzen. Ich glaube ein bisschen drunter, auf jeden Fall. Bowser ist einfach, ist einfach viel zu OP. Ist so heftig. So, genau, dann will ich jetzt noch ein weiteres Minispiel machen. Das letzte, was wir hier in seinem Run noch nicht gemacht haben, das hier bei Yoshi. Das mache ich jetzt mal gleich noch schnell, ja. Denn es dürfte wirklich so sein, ich habe nochmal nachgeschaut, ich muss halt wirklich jedes Minispiel in einem Run einmal gewinnen. Die Schwierigkeit ist sogar egal, also ich dürfte sogar das auch auf einer leichteren machen. Und dann kann ich noch da so ein Special-Bonus-Item kaufen, was ich noch zeigen will. Ich probiere es mal auf hart, aber mit Bowser wieder einfach. Wenn ich es nicht schaffe, werde ich aber dann die anderen probieren. Weil ich will es auf jeden Fall auch noch gewinnen. Dann haben wir in diesem Run nämlich jedes einmal gewonnen. Das ist uns zuvor noch nie gelungen, dass wir in einem einzigen Run alle gewinnen. Und das müssen wir anscheinend schaffen. So, das finde ich ja auch nicht so leicht, das Minispiel. Man sich halt auf sehr viele Sachen gleichzeitig konzentrieren muss. Und ich habe sehr viele verschiedenfarbige Eier jetzt gerade. Naja, das war jetzt schlecht. Ich habe auch nicht wirklich den Punktestand im Blick. Jetzt kann ich ein bisschen gucken. Ich bin in Führung. Man kann es ja wenigstens am Blitzern erkennen, wer führt. Das ist auch sehr schwierig, hier währenddessen zu reden. Wie ihr vielleicht merkt, weil ich muss halt auf meine Eier gucken. Und dann noch auf Bomben oder Feuerbälle, die angeflogen kommen. Also man muss hier sehr, sehr viel gleichzeitig im Blick haben. Ich fühle sogar relativ deutlich. Ich darf halt jetzt nicht erwischt werden. Ich glaube, das haben wir gewonnen, oder? Ja, deutlich sogar. 97, nice. Okay. So, jetzt ist es hoffentlich, glaube ich so, dass dieses Secret Item da erschienen ist, das ich noch ganz gerne zeigen will. So, ich habe eh schon die maximale Anzahl an Geld. Aber okay. Ich werde mir jetzt aber auch keins von diesen Items mehr kaufen, die mich temporär stärker machen. Ich bin eh schon viel zu krass mit Bowser. Brauche ich nicht mehr die Items. Stellt euch mal vor, wenn ich jetzt noch dieses hier Powerbit, also wenn ich jetzt noch dieses Homerun-Item dann nehmen würde, dass, dass wir einfach noch mehr Homeruns kriegen würden. Das geht schon gar nicht mehr. Das ist ziemlich krass. Da ist sie. Genau, die Secret Map. You might get lucky. Genau, eine geheime Karte. Für 500 Münzen. Das untere. Ah, jetzt ist es auch frei geworden. Okay, ich muss doch einfach nur jedes Minispiel machen. Ah, genau. Ich glaube, es ist so. Ich muss jedes andere Item mindestens einmal gekauft haben. Dann kommt es, glaube ich. Das kann auch sein. Das kann sogar wirklich sein, ja. Okay. Warum das hier wieder Fragezeichen hat, wie gesagt, das kennen wir ja schon. Das ist das, dass die Chemistry erhöht wird. Weiß ich nicht genau. Vielleicht muss ich da auch jedes andere einmal gekauft haben oder so. Innerhalb eines Runs. Keine Ahnung. Aber ja, wir können es mal kurz durchlesen. All abilities improve. You truly feel like a superstar. Genau. Alle Fähigkeiten werden eben erhöht. Ist quasi eben die alle hier auf einmal in ein einziges Item gesetzt. Aber hält auch wieder nur eine Runde an. Und kostet halt schon ziemlich viel. Aber wenn man bei einem Match irgendwie Probleme hat, kann man das hier auf jeden Fall gut benutzen. So. Und die Secret Map bewirkt das hier, dass eine Röhre erscheint. Genau, aber ich würde eigentlich sagen, dass wir spannend machen. Das ist nichts allzu Heftiges, aber ist eigentlich was ganz Cooles, finde ich. Ich würde erstmal sagen, auf jeden Fall, das war's hier für diesen Part von Let's Play Mario Superstar Baseball. Beim nächsten Mal werde ich dann noch gegen Yoshi antreten. Der letzte normale Kampf, der uns hier noch fehlt. Und was dann als Finale übrigens kommt, ist die Frage. Ansonsten haben wir halt immer gegen Bowser gekämpft, aber das geht jetzt hier schlecht. Aber es wird trotzdem eine Art Finalkampf geben, der dann auch ziemlich cool ist. Und ich werde beim nächsten Mal dann auf jeden Fall auch noch die Röhre auschecken und gucken, wo die hinführt und was man dann damit noch so machen kann. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.